Wir gehen rein in den Electrician Simulator. Kommt jetzt am 21. raus und ich weiß noch, da war doch was. Da hat... Oh, ich hoffe, da ist jetzt... Ich hoffe, da ist jetzt wirklich kein Strom drauf. Verdorre ich nochmal! Ja, also es kann nur besser werden und ich hoffe, es wird besser, denn jetzt, wie gesagt, ist die Vollversion draußen und wir gehen rein. Neues Spiel, ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Möchten wir da beginnen? Ja, wir möchten beginnen. Ja, und wir fangen wahrscheinlich auch wieder an hier in unserer Werkelgarage, wo wir unseren, unseren kleinen Job quasi aufbauen, mit kleinen Reparaturen an Elektrogeräten, aber eben auch mit Einsätzen vor Ort. Heißt also, wir brettern raus und tüfteln da ein bisschen rum bei den Kunden. Sehr gut. Also, wir sind hier in der Garage. Sieht gut aus. Überall auch so kleine so Staubpartikel und so fliegen rum. Also, wir räumen hier erstmal ein bisschen auf, wenn wir denn müssen. Beziehungsweise großartig aufräumen müssen wir gar nicht. Wir müssen hier Schrott abladen. Okay, das können wir einfach so anklicken. Alles rausgeladen. Den ersten Punkt erledigt. Und die VR-Brille, die sollten wir auch finden. Geht zu deinem Laptop. Auftrag annehmen. Also, ab hier zum Laptop und dann schauen wir da doch mal eben rein, was wir denn für Aufträge haben. Wähle dein Firmenlogo, auch nicht schlecht. Na, dann nehmen wir doch hier die halbe Flamme. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die goldene Mitte. Du bist schnell wie der Blitz. Ganz klar. Gelb ist deine Lieblingsfarbe. Mäh. Und das Brummen von Elektrizität ist dein Lieblingsgeräusch. Du bist der Donnergott. Naja, ich weiß es ja nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein hier in die Mitte. Also, nennen wir uns mal hier Fire Electricity. So, plöpp macht es auf einmal. Und wir sind hier im Laptop in unserem Postfach und sehen hier tatsächlich unsere erste Kundin, wenn ich das so richtig sehe. Ja, gehen wir hin. Zu erledigenden Aufgaben, nimm die benötigten Gegenstände, schalte die Hauptsicherung aus, wechsle die Glühbirne, repariere den einzelnen Schalter, repariere den Doppelschalter, schalte alle Lampen ein. Akzeptieren. Glückwunsch, du hast die erste Mission, Jawolski. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen hier... Tutorial-mäßig, das ist natürlich auch praktisch. Wir gucken mal eben hier in dem Shop oder brauchen wir noch irgendwas? Kriegen wir jetzt hier die Info? Setz die VR-Brille auf. Ach Quatsch. Und nu? Das ist neu. Tja, und ich glaube, wir sind hier mitten im Tutorial. Nein, wir sind sogar schon... Ist das jetzt VR? Das ist VR. Wir haben hier in dem Bereich, guck mal, hier unten sind alles so komische Dinger. Also, wir sollen hier erstmal wohl üben. Zack, wir haben die Glühbirne, wir haben den Schrauber. Also gehen wir hier erstmal ran. Sicherungskasten ausmachen. Das sind Sicherungen. Mhm, die alten guten Bekannten. Sicherungen können ein- und ausgeschaltet werden. Denkt daran, rot bedeutet... dass sie an sind. Ja, so. Das war der Fehler beim letzten Mal. Rot bedeutet Gefahr. Ja, ja. Deshalb haben wir diese Farben verwendet. Ja, ich habe mir gedacht, rot ist aus, ne? Ja, wenn du nicht weißt, wo eine Sicherung angeschlossen ist, schaltest du am besten die Hauptsicherung aus. Sowieso, Alter. Hier, Gefahr. Aus. Tipptopp. So. Wo ist jetzt hier die Glühbirne? Wie kann ich die denn jetzt hier checken? Warte mal, kriegen wir das jetzt hier gecheckt? Muss ich daran rumtüdeln? Oha. Nee, jetzt muss ich die hier alle einzeln abtüdeln oder was? Ich hätte vielleicht mal Licht an- und ausmachen sollen, oder? Wait a minute. Escape. Hauptschalter wieder ein. So. Wo ist denn hier mal Licht?
Okay, die gehen alle nicht. Heieiei, hier müssen wir erstmal richtig hart reintüdeln. Also machen wir Strom erstmal wieder aus, oder? So, also Sicherung wieder raus und wir nehmen das hier mal ab. Erweiterte Ansicht haben wir hier. Oh. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wobei doch, die sieht schon eindeutig durchgebrannt aus. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die andere. So, so hat das doch geklappt. Glühbirne E14 weiß. Erledigt. So, dann gehen wir hier wieder raus mit Escape. Und können wir jetzt hier anmachen oder was? Testen wir einfach mal. Zack, und es lübt der Lachs. Prüfe alle Kabel richtig, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Wie mache ich das denn? Öffnen wir erstmal. Am Schalter. Wait a minute. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Hier, auch rot. Strom arbeitet, schalte Sicherung ab. Ja, Mann. Okay, ich habe ja gerade... Alter, ich hätte schon wieder direkt ein Gewisch gekriegt, ey. Nee. Einfach nur ausmachen. So, jetzt hier nochmal das Ganze. So. Auftüdeln. Okay. So, wir konnten das anheben. Jetzt zoome ich mal so ein bisschen ran. Dann kommen die Schrauben. Nick, nick, nick. Klack, jawohl. Kriegen wir das auch noch raus? Kriegen wir. Okay, und jetzt müssen wir das hier natürlich alles... Oh mein Gott, jetzt kommt wieder der Moment. Alles miteinander vertüdeln. Okay. So, wait a minute. Wir machen das da oben rein. Nee, nee. Wie war das denn noch? Oh, hier anklicken. Oder hier unten dran. Geht nicht. Geht nicht. Geht alles nicht. Geht auch nicht? Wie soll ich da ziehen oder was? Ich kann das ja nicht ziehen. Warte mal, steht da nicht irgendwie was dran? L1, Kabel. Ach, ich muss das erstmal aufmachen. Aber ich brauche doch gar nicht so viel. Ich tüdel hier den einen wieder rein. Wir machen das einfach. Keine Ahnung, Alter. Ich tüdel jetzt den hier wieder rein. Wenn ich mal Elektriker gewesen wäre, Alter, dann hätte ich da vielleicht so. Guck mal, nu geidert. Perfekt. Und dann tüdeln wir das da wieder drauf. So. Nee, nee, drauf. So. Nu ist nach fest, kommt ab. So, und kann ich das jetzt hier oben dran tüdeln oder was? So. Das war richtig. Alter, ich bin so dermaßen ahnungslos von sowas, ne? Reinstopfen. Festschrauben. Wo sind denn die Schrauben schon wieder hin, Alten? Schrauben? Hier. Nee. Doch. Abdeckung da drauf. Schrauben dran. Schrauben dran. Das ist gut, dass es halt so ein bisschen schneller geht. Dass ich hier nicht jedes Mal irgendwie kurbeln muss oder sowas. Das wäre ja grausam. Reparieren Sie den Doppelschalter. Habe ich. Und jetzt Escape und raus. Lübt das Ding? Wir machen mal eben an. Scheint, Pling hat's gemacht. Jawohl, auch der funktioniert. So, dann geht's hier aber weiter. Repariere den Doppelschalter, schalte alle Lampen ein. Das ist also jetzt dieser hier. Bedeutet, jetzt machen wir ihn natürlich wieder aus. Ja, so wohl gedacht, ne? Nee, 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 nee. Diesmal wische ich mir nicht noch eine. So, aufmachen das Ganze. Oh ja, wird schon. Doppelschalter. Abmachen, abmachen. Dann müssen wir mal eben hier so ein bisschen drehen. So, und ranzoomen. Dann sieht man das auch besser. Das ist aber cool, ey, dass man da so nah ran kann. Ach, guck mal hier. Schau mal einer, guck. Also, wo haben wir denn jetzt hier? Wo könnte denn... Der ist ja hier offensichtlich falsch. Das ist ja hier rot. Das heißt, wir schrauben das erstmal auf. Nehmen den raus. Jetzt ist alles wieder gut. Den machen wir jetzt hier unten rein. So. Tüdüp, tüdü. Das sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. So.
Und dann machen wir den einen da oben und den anderen machen wir da. Was hältst du davon? Hä? Das klingt doch nach einem Plan, oder? Ob das so, ob man das so macht? Vielleicht, ey. Ich lerne hier noch richtig was, ey. Ohne Scheiß, ne? Ich fühle mich schon wie so ein halben Elektriker, ey. Ich sage dir, wie es ist. So, dran tüdeln. Jetzt das. Und das. Abdeckung drauf. Knickknack. So. Fertig. Erstmal wieder Sicherung rein, ne? Ha! Alter! Red Light, Alten. Nee. Übertrieben. Ja, mega gut. Glückwunsch, alle Aufgaben erfüllt. Ab zur Tür und den Ort verlassen. Richtig gut. Also, na, gucke mal. Da haben wir jetzt hier alle Aufgaben Stück für Stück erledigt. Und wir kriegen hier dafür dann auch nochmal eine Belohnung. Beziehungsweise, ja, passend die XP, was wir hier alles richtig gemacht haben. Die Zeit, auch ich gerade so ein bisschen vor, die Zeit hier wird auch berechnet. 140 XP haben wir bekommen. Ja, genau. Rechnung ausgestellt mit Datum, allen drum und dran. Cool. Also, und damit sind wir raus aus dem VR. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade unsere ersten Basics gemacht. Wir haben jetzt hier unten, kommen gerade hinter mir, hier kommen schon die neuesten Aufgaben quasi rein. Sieht nicht so schlecht aus. Da draußen sind gerade sogar Autos lang gefahren. Alter, das kann ja schon richtig was werden, ey. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Wenn du denkst, Alden, das kann er auch mal schön im Stream zocken, dann ruhig gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil und werde hier schön Stück für Stück in den nächsten Tagen immer mal wieder neue Teile vom Electrician Simulator auf YouTube zeigen. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.